Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich hoffe, euch da draußen geht es gut. Mir auf jeden Fall. Ich habe schon eine Stunde Cardio hinter mir. Ich besuche nachher gleich den lieben Paul und Johnny in ihrer WG. Die sind seit gefühlt einem Jahr schon da und ich habe sie noch nicht ein einziges Mal besucht. Aber heute ist es soweit und ich nehme euch mit. Und zu dem besonderen Anlass mache ich mich natürlich vorher auch hübsch. Ich schwöre, beim Friseur dauert das immer richtig lange, bis die mit der Latze fertig sind. Und ich bin hier in 2-3 Minuten fertig. Wir wollten jetzt nicht noch beim Duschen zugucken, oder? Hola! Hola, Chico! Bien, bien! Was machst du gerade, Alter? Was machst du hier? Hast du mich extra in deinem Special Outfit empfangen? Ja, ist aber eigentlich noch nicht cool hier. Hier sieht's ja gut aus, du. Ja. Also ich habe ja auch mal 2 Jahre lang, also ich 15, 17 mal in der WG gewohnt und bei uns sah es ähnlich aus. Das ist alles von Johnny, Johnnys Zeug, Johnnys Kostüme, ne? Ja. Wärst du jetzt eine Frau gewesen, würdest du ganz anders aussehen. Ja, natürlich. Wenn die Ladies zu Besuch kommen, ja. Vorher. Ich meine, ganz ehrlich, guckt euch das mal an hier. Ich muss hier gleich mal fronten. Was ist los? Ja. Das ist von einer Woche, ne? Circa. Wenn überhaupt. Hier wird immer bestellt, ne? Wenn man sonst nichts machen kann. Aber Plastik bestellen. Behalten auf jeden Fall, weil es ein guter Mülleimer sozusagen für ganz Altpapier. Junge, Junge, wir machen mal weiter hier. Weißt du, wessen Wäscheständer ist das? Von allen. Wir haben einen. Ihr habt nur einen Wäscheständer? Das reicht easy. Ihr seid zu viert? Ja. Übrigens hier nebenbei, das ist geil, der ist ja auch eingezogen. Der darf ja auch bei Paul wohnen. Unfassbar. Zieht das Gästezimmer sozusagen. Ja, ey, jetzt mit einem Wäscheständer. Also ich hatte eigentlich Bock auf WG, so, ne? Mit der Gang, mit der Fitnessgang so. Aber wenn ich das so sehe, ich war auch schon auf Klug. Naja, wie ist es für dich? Jetzt mal ehrlich. Kai, du gehst mal weg. Jetzt, ja, relativ entspannt so. Ja? Ja. Das Ding ist, ich kriege meine Wäsche deutlich schneller gewaschen. Zu Hause macht sie die Mutter halt und die muss immer warten, bis die ganze Wäsche so zusammenkommt. Jetzt okay, du wäschst einfach, was ich brauche. Ja gut, würde ich dann auch so machen, stimmt. Aber so, ich meine, deine Ruhe hast du ja nicht, du bist ja gerne unter, alleine so für dich. Da gehe ich dann spazieren, im kalten Berlin, bei minus 10 Grad. Mhm. Optimal. Ja, sonst kannst du aber auch. Aber ich habe schon Berlin guter Kunde, zumindest hier die Gegend. Und fühlst du dich zu Hause? Ist es so? Ist auf jeden Fall geil, ne? Ich habe auch schon ein paar Wälder und Parks entdeckt. Also hier ist eigentlich relativ grün sogar, was man eigentlich glaubt. Im See schwimmen war er auch schon, das werde ich ihm nachmachen. Ich werde auch demnächst, mache ich eine Eisbade-Challenge. Eigentlich musst du am Montag gehen, weil dann kannst du dich sicher bis ganze Runden durchhaken, bis du zum Wasser kommst. Boah, richtig krass. So gebrochen ist das eigentlich. Das ist übrigens das Wohnzimmer. Das ist das Sofa, ihr seht, bei Paul ist gerade Ebbe im Portemonnaie. Deswegen hat er sich auch ein paar Leute reingeholt, damit er sich die Kohle teilen kann für die Riesenvilla. Sehr, seit wann bist du eigentlich angezogen? Because I said to Franco hi and I should say to Louis hi, but I didn't do it. So. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Say to Lou that said hi and say that I'm looking forward to see him in South Africa at the Mr. Olympia. So war das, oder? Wie oft hast du den Film geguckt, ganz ehrlich? Wahrscheinlich 8-mal, 10-mal. Ich glaube, ich habe ihn sogar öfter geguckt. Und so, kaum komme ich her, wollt ihr trainieren? Ich habe überlegt, ob ich auch ein bisschen Ärmchen mache, weil so ein paar Curls könnte ich auf jeden Fall mitmachen. Ja, ich habe gute Arme. Wir machen noch einen Formcheck. Ja. Dich will ich auch noch mal nackig sehen. Weil bis jetzt habe ich immer nur die Bilder gesehen auf Instagram und den Naturalstatus, den kannst du jetzt langsam vergessen. Ja. Habe ich gestern sogar kommentiert, weil ich glaube, das ist einfach viel zu krass. Ich bin brutal hier. Ja, unfassbar. 175 Kilo jetzt auch schon gedrückt in der Bank. Ja. Ich fordere euch hier raus. Ich bin so schwach wie noch nie. Oder wie, keine Ahnung, nach 2-3 Jahren Training oder so. So, was ist das hier? Wäschekammer oder was? Ja. Vorratskammer. Das ist hier alles Best Body Nutrition. Zeigst du mir mal dein Zimmer oder hast du nicht aufgeräumt? Ich zeig dir gerne mein Zimmer, kein Problem. Normale Bodybuilder gehen so die Treppen. Jede Wiederholung zählt. Every breath that I did, every set that I did, bring me one step closer to my goal. Also, hier ist meine Bumsbude. Ja, oh, sowas durfte ich gar nicht im Hause haben, das ist bei mir rucki-zucki weg. Hier, guck mal, musst du das hier deponieren, weil das sonst jemand aufisst oder warum? Das ist nicht nur für mich gedacht, sagen wir so. Ah, okay, okay. Überall nur Werbung, sieh nur Werbung. Ist jetzt aber auch ganz schön klein, ne? Ist das zweitgrößte Zimmer hier. Scheiße.
Hier ist Pauls Zimmer. Oh, sieht tatsächlich am wohnlichsten aus. Ja, er hat es orientalisch eingerichtet. Und eine sehr pflegeleichte Pflanze, wie ihr seht. Die ist genauso natural wie Paul. Ja. Deine Palme ist genauso natural wie du, ja. Freundchen. Ich hab auch schön. Sieht aber auch wirklich scheiße gut aus. Junge, Junge, Junge. Ich habe auch schöne LEDs hier. Rotlicht. Rotlicht. Aber die sind nicht stark, leider. Aber dein Zimmer ist auf jeden Fall das Einzige, was ein bisschen wohnlich aussieht und nicht völlig so, weißt du? Ja, das ist gut. Kann man sich wohlfühlen. Also, ich Ladies. Auch noch einen Teppich. Ladies, er ist noch zu haben. Wenn ihr. Wirklich, hier kann man sich. Hier ist schön. Also, hier würde ich es auch aushalten. Ja. Safe. Mein Motto macht. Live simply. Live simply steht da. Ich weiß nicht, ob man sieht. Deswegen lebt der Paul jetzt nämlich auch vegan. Tschüss. Kai, Paul, Johnny und Luca. Ist hellhörig, oder? Ja. Findest du? Paul, findest du? Ja, finde ich. Also ich habe noch nie was gehört. Wer ist am lautesten? Real Talk? Johnnys Alte. Ah, okay. Welche Alte? Die Alte oder die Neue? Date. Johnnys Dates. Ja. Kai. Ja. Wer ist am lautesten in der Bude? Johnny. Johnny, ja, ganz klar. Ja, wer am unordentlichsten auch Johnny? Kann nicht sein. Doch. Aber Leute, jetzt mal for real, ne? Das ist die Küche. Das hier. Und das war's. Also ich glaube, selbst die Küche von Paul zu Hause war größer. Für 4 Leute ist es schon echt sportlich. Also ihr müsst euch vorstellen, jeder bereitet sein Essen vor. Wenn alle um die gleiche Zeit Essen vorbereiten wollen, das geht gar nicht. Das ist so unmöglich, oder? Was gut ist, wir trainieren jetzt nicht alle immer zur selben Zeit. Also wir arrangieren uns ziemlich gut mit den Frühstücken und so weiter. Also selbst trainieren zu viel wäre schon schwierig, ne? Das Ding, was mir sogar auffällt manchmal, ist, dass ich zu viel Protein esse. Also ich hatte gestern... Vegan, ja? Ja, ich hatte gestern, hätte ich mir mehr Kichererbsen reingeballert, hätte ich 230 Gramm Eiweiß gehabt. Oh mein Gott, 230 Gramm! Bist du des Wahnsinns! Digga, du wiegst 110 Kilo, Alter. Was ist denn los mit dir? Hast du halt mal 10, 20 Gramm mehr. Und die biologische Wertigkeit von veganem Eiweiß, ja, ich mache mir jetzt nicht nur Freunde, aber hey, aber hast du noch mehr Eiweißquellen, oder? Die Mischung macht's aus. Die Mischung, natürlich. Balance, Balance. Satz Nummer 2. Komm, durch. Jawohl, komm mal, schön. 5. 6. 7. 8. Komm, mehr. Schub, 9. Genau, die letzte Nummer fürs Bilderbuch. Komm, 10. Schub. Wunderbar. Bam. Okay. Das war schon ein bisschen schwerer jetzt. Das macht er nur, der Tweet. Jetzt macht er gleich seit hier mal, ja? Was ich auf jeden Fall feststelle, ich habe den Paul jetzt schon lange nicht mehr live gesehen. Und vor allem nackt. Aufgepumpt. Es ist einfach viel mehr Fleisch dran gekommen. Überall, die Schulter, es ist überall mehr. Es ist alles größer, dicker, fleischiger, auch der Rücken ist verbessert. Will ich euch gleich nochmal zeigen, weil das ist auf jeden Fall krass. Das ist diese scheiß Kontinuität, die ihr immer wieder an den Tag legt. Und jetzt seit über 4 Wochen vegan und trotzdem. Johnny habe ich auch genötigt, etwas enger zu greifen. Aber er macht nur Deload. Eigentlich schon fast zu schwer für den Deload, aber hey. Er ist jung, er kann das ab. Das erste Bizeps-Training offiziell seit 5 Wochen. Muss reichen. Bei uns ist es übrigens ganz normal, dass während dem Training, während man voll motiviert ist, andere Storys abspielen und immer wieder hochladen. Ja, genau. Also hier. Ne? Hier nimmt jeder auf den anderen Rücksicht. Ja. Aber ich war warm, ich bin ja nur unter Kalten zu trainieren. Aber wieso wartest du eigentlich nicht, bis wir auch schuld, bis wir auch Arme trainieren? Ach so. Hätten wir gemeinsam auch. Was, egal. Ich wollte nur nicht jetzt rumsitzen. Ich wollte hier so ein bisschen mit diese Dynamik spüren, weißt du? Ja. Dynamik. Bei mir ist eh wurscht. Ich mache nur ein bisschen mit. Der Bizeps fetzen wir dann überhaupt nicht. Und ich kann ja nicht hierher kommen und dann hier Kurzhantel und alles am Start haben und dann nicht trainieren. Das würde sich einfach falsch anfühlen. Das war eine lange Hose an. Und jetzt gibt's einen Formcheck. Der liebe Johnny präsentiert sich. Aber das seht ihr dann bei Johnny. Genau so ist es.
abonniert Johnny Cock und Paul Überleitner. Und Kai. Kai? Geht dann. Ja, den Nachnamen weiß ich, aber. Ich kann aber nicht, wir brauchen einen Spitznamen für ihn. Uwe Kai. Uwe Kai. Uwe Kai, ja. Also Überleitner, Johnny Cock, wir brauchen irgendwas. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr Ideen habt. Ah, es kann ja nicht heiß werden lassen. Ja, weil das Ding ist an dem Herd, der bleibt leider viel zu lange heiß. Und wenn ich dann einmal voll aufdrehe, dann... Ist die Bude noch wärmer? Dann brennt sich das alles an. Also ich drehe nur kurz ganz auf und dann direkt runter, weil es wird schnell heiß. Mhm. Und stark heiß. Sag mal, Paul, jetzt wo wir gerade unter uns sind, die Beine sind gerade frisch machen. Kommst du gut zurecht oder hast du Heimweh? Willst du deine Ruhe haben? Wie sieht's aus? Real Talk. Ruhe ab und zu alleine in der Wohnung wäre schon ganz schön, aber Heimweh habe ich jetzt keins. Mhm. Also ich fühle mich hier wohl. Bisschen was fehlt vielleicht sind so, also das fehlt sicher jedem mit so Outdoor-Aktivitäten oder einfach Freunde, die man aktiv trifft. Ja gut, das ist ja klar, aber das liegt ja an der jetzigen Situation. Aber ich meine so, deine erste eigene Wohnung und dann gleich so eine Butze hier am Start. Es ist halt immer mehr, sage ich mal, hier im Wohnzimmer. Ja, ja. Also egal, wann man kommt, so zumindest passt immer. Das sieht jetzt aber wirklich richtig geil aus, Paulchen. Donnerwetter. Käse rein, also veganer Käse, versteht sich. Also ich jetzt gerade bei mir gekribbelt schon. Was? Mach das bitte, wenn ihr alleine irgendwo seid. Paul, pass auf. Oh yeah. Oh, Johnny. Gönn dir, mein Freund. Alle Gewürze rein, die man hat, natürlich. Ich tue auch mal so, als würde ich wissen, was ich tue, aber in Wirklichkeit einfach nur alles reinballern. Ich weiß auf jeden Fall, dass es gut schmeckt, also weiß ich eigentlich, was ich tue. Ja, schon. Na gut, stimmt. Foodporn. Baby. I like your style. Richtige Bodybuilder essen aus Pfannen. Und mit Kochlöffeln. Oder aus Dosen. Und mit Kochlöffeln. Machst du nicht, ernsthaft? Ja, weil das ist aus Plastik und ihr wollt ja keine Pfannen bekratzen. Okay, sonst müsstest du. Ja, okay, ja. Stimmt. Und dann muss ich kein Geschirr anpatzen. Aber jetzt will ich mal sehen, wie du den Löffel in den Mund kriegst. Nee, ich mach so und dann. Ah, okay. Immer nur von vorne. Oder von der Seite. Und man muss auch nicht mehr abwaschen, das ist auch praktisch, ja? Das stimmt. Ja, Mann. Wir machen jetzt noch eine kleine Besprechung beide. Das sehen wir dann einmal bei Paul auf dem Kanal. Wenn ihr mich supporten wollt, ihr habt es mitbekommen. Smileworks, Johannes 10. Und natürlich bei Best Body Nutrition mit Johannes 20 bestellt. Steht unten alles in der Beschreibung. Vielen Dank für euren Support. Ich denke, ihr wisst ganz genau, wo ihr hin müsst, wenn ihr sehen wollt, wie es bei den zwei geht. Ja, also da bin ich gespannt auf deine Reise, weil das ist jetzt wirklich nochmal ein krasser neuer Schritt. Du bist da in gewisser Hinsicht doch Vorbild. Für mich als Coach ist es auch neu, weil ich habe noch nie einen Veganer trainiert. Das wird krass. Und für all die, die dran geblieben sind, schreibt unten in die Kommentare Hashtag bis zum Schluss. Oder bis zum bitteren Ende, damit ich weiß, dass ihr auch bis hierher geschaut habt. Vielen Dank, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.